meine Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind's wieder, eure Gretler Azubis. Heute bin ich nicht allein, nein, heute ist wieder der Fabian bei mir. Hallo. Und wir haben vor, einen Aufzug zu entstören. Was hältst du davon? Das klingt gut und bin schon gespannt, wie es wird. Dann wollen wir mal loslegen. Funktioniert ja leider nicht. Wir gehen mal nachschauen, wir sind jetzt oben. Ja, Fabian, wir sind ja jetzt hier im Maschinenraum. Schön, dass du mich mitgenommen Bitte. Hast. Ich finde es ganz interessant, mal zu sehen. Mhm. Ich war ja noch nicht hier drin, ja. Aber was mich noch mehr interessiert ist, was macht denn ein auszubildender Fördertechnikmonteur? Also das ist eine sehr gute Frage. Um Fördertechnikmonteur bei Gretler Fördertechnik zu werden, muss man entweder den Mechatroniker lernen, so wie ich, oder den Industrieelektriker. Aha, und was mich und wahrscheinlich auch die Zuschauer zu Hause sehr interessiert ist, gibt es denn da Unterschiede? Vielleicht von dem Ablauf her, von den Themengebieten? Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Also ich kann dir sagen, der Mechatroniker, den ich lerne, der muss, also man muss 3,5 Jahre lernen und der Industrieelektriker nur 2 Jahre. Ich kann ja auch ganz genau sagen, warum es so eine große Zeitspanne, warum der Industrieelektriker nur 2 Jahre und der Mechatroniker 3,5 Jahre. Es kommt auf die Themengebiete an. Also der Industrieelektriker, der lernt ja nur Elektrotechnik, Informatik und Steuerungstechnik, aber hat kein Metalltechnik oder Mechanik drin. Der Mechatroniker ist da ganz was ganz anderes und ist auch umfangreicher. Wir haben zum Beispiel Elektrotechnik, Elektronik und Mechanik, Metalltechnik, Informatik, Steuerung drin. Also viel komplexer als der Industrieelektriker. Was euch jetzt keine Angst einjagen soll, sondern ich weise euch nur darauf hin. Boah, das sind ja schon wirklich einige Informationen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Um ein Fördertechnikmonteur zu werden, sollte man also einen der beiden Berufe haben. Ja. Und du lernst ja jetzt den Mechatroniker. Und dann baut dieser Fördertechnikmonteur darauf auf. Ja, und dann wird man halt von den Kollegen oder von den Teams halt angelernt auf die ganzen Anlagen. Ah, okay, ich verstehe. So, Freunde, wir sind hier direkt vor dem Aufzug, vor dem Aufzugsschacht und der Kabine. Wir sind ja hier, um den Aufzug, die Störung zu beseitigen. Der Fabian wird uns dabei helfen und ich schaue einfach mal mit rein. Das bekommst du? Ja. Warte, dein Helm. Ah, stimmt. Deswegen habt ihr immer diese Arbeitssicherheitsschulung, nicht wahr? Ja, und Arbeitssicherheit ist hier wichtig geschrieben. Ah, okay. So, Fabian, jetzt sind wir hier direkt auf dem Aufzug und du willst die Störung beheben. Aber sag mal, das ist doch hier sehr viel Mechanik und sehr viel Verantwortung auch mit verbunden. Darfst du denn oder kannst du denn die Störung selbstständig beheben? Also ja, wenn ich halt ausgelernt bin, aber da ich ja noch in einer Ausbildungszeit bin, habe ich halt das begleitende Reparieren. Also wenn ich was repariere, begleite mich immer noch ein Monteur, der aber gerade hinter der Kamera ist. Hallo.
Und da, oder halt Störungen, da muss dann halt immer der Monteur mit bei sein. Dass, wenn ich einen Fehler halt mache, so dass er immer noch mit eingreifen kann. Ah, das ist gut, das ist gut. Also der Fabian wird jetzt erstmal die Störungen versuchen zu beheben und ich stelle ihm dabei ein paar Fragen, so als kleinen Erschwierigungsgrad. Die erste Frage. Mhm. Wie ist es denn mit der Vergütung und mit den Urlaubstagen oder mit Freizeit? Wie sieht es denn da aus mit dem Fördertechnikmonteur? Also also meine Ausbildungsvergütung, also das, was ich an Geld bekomme, ist gut. Und mit den Urlaubstagen, es ist geregelt, also wir haben geregelte Urlaubstage. Und mit der Freizeit, also ich habe immer noch, nach Feierabend habe ich immer noch genug Zeit, um mich halt mit Freunden zu treffen. Und mit der, da ich ja gerade die Arbeitszeit erwähne, wir fangen halt um 7 Uhr an, haben dann eine Stunde insgesamt Pause und dann halt bis 16 Uhr. Und danach ist halt die Freizeit, dann habe ich halt immer noch genug Zeit, um halt mal irgendwo hinzufahren, sich mit Freunden zu treffen im Sommer. Und das also ist halt gut. Immer schön geregelte Arbeitszeiten. Ja. 8 Stunden am Tag, das ist doch annehmbar. Ja. Nicht wahr? Kommen wir zur zweiten Frage. Wie ist es denn mit den Arbeiten, die man durchführt? Also wenn du jetzt gerufen wirst oder so, was muss denn da alles gemacht werden? Wie ist denn dieser Umfang der Arbeit? Na, also wir haben ja dann die Störung, also ich gehe jetzt mal von so einer Störung aus, dann werden wir halt gerufen, sind halt bei der Anlage oder fahren dann zur Anlage hin, gucken uns halt, oder wir gehen dann erstmal zum Maschinenraum, gucken erstmal, was da an der Steuerung ist, gucken uns den Schaltplan an, messen und dann halt, wenn halt jetzt zum Beispiel jetzt hier die Türstörung ist, dann kann man das halt oben ermessen, wenn jetzt da keine Spannung anliegt und dann versuchen wir es halt hier zu beheben und wenn wir halt uns sicher sind, dass es jetzt so ist, dann machen wir halt eine Probefahrt und dann testen wir es aber auch ein paar Mal, nicht dass es halt nach einmal Fahren wieder auftritt. Und wie ist es jetzt zum Beispiel bei Personenbefreiung? Das ist doch gefährlich, also stelle ich es mir vor, mit einer lebendigen Person. Was hast du denn da zu berichten? Erzähl mal bitte. Also ich bin ja noch in der Ausbildung und da ist ja dann der Notdienst halt dafür zuständig. Und da ich ja noch in der Ausbildung bin, bin ich halt noch nicht für den Notdienst eingeteilt, aber halt so mal zwischendurch hat man mal schon mal auch bei einer Störung jetzt gehabt, dass da mal eine Person eingesperrt ist. Dann ist man halt erstmal aufgeregt, oh, die Person ist eingesperrt, nicht, dass sie sich jetzt Angst macht oder so. Und dann ist man halt auch schnurstracks und ja, macht halt ein bisschen schneller und guckt erstmal, bewahrt die Ruhe, versucht die Person ein bisschen, ja, sagen wir mal, zu beruhigen. Und wenn man halt die Person befreit hat, dann macht man halt dann erst die Fehlersuche, nicht wenn die Person noch eingesperrt ist. Also das Wichtigste ist erstmal die Person aus der Kabine rauszuholen. Ah, okay, alles klar. Und was fällt dir ein, wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, was gefällt dir denn besonders an dieser Ausbildung? Also mir gefällt ganz besonders, das finde ich, das Arbeitsthema ist super, also man hat halt nicht immer dieselben Arbeiten, man ist nicht immer an demselben Ort, man hat unterschiedliche Orte und ja, macht jeden Tag was anderes und man lernt auch jeden Tag was Neues, also wo man dann sagt, ah, das hatte ich ja noch gar nicht, kann man halt sich immer, also man bildet sich immer weiter. Boah, wir haben ja jetzt wirklich viele positive Dinge gehört. Gibt es vielleicht auch etwas Negatives oder wo du sagen würdest, ach, das ist nicht so schön? Na, was nicht so schön ist, finde ich, wir als Azubis, wir müssen ja zu den Orten irgendwie hinkommen. Und da wir ja noch in der Ausbildung sind und noch nicht richtig abgeschlossen haben mit der Ausbildung, haben wir halt noch keinen Firmenwagen, der uns halt zur Verfügung gestellt wird. Da sind wir halt angewiesen auf die Bahn und wir müssen halt immer gucken, wie wir halt irgendwo hinkommen und auch pünktlich. Und also wenn halt mal jetzt ein Zug Verspätung hat, kann man sagen, ja, der Zug hat mal Verspätung, aber es soll halt nicht immer vorkommen. Also man muss auch schon einen Tag vorher so sich das alles einplanen, dass auch mal eine Verspätung mit drin sein kann, dass man halt immer noch pünktlich da ist. Das ist so ein bisschen so das Doofe, dass man immer noch abhängig von der Bahn ist. Aber das entfällt ja, wenn man ausgelernt hat, denn da gibt es nun mal Annehmlichkeiten, die man hat. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Und zwar bekommt man ja einen Firmenwagen, Arbeitskleidung gestellt, ein Firmentelefon, Firmentablet. Das sind schon alles natürlich Dinge, die dafür sprechen, nicht wahr? Ja.
Wie ist es denn mit zum Beispiel anderen Auszubildenden? Mhm. Wie unterscheidet sich deren Ausbildung von, jetzt sage ich mal, deiner Ausbildung? Was ist denn da der Unterschied? Also so die Freunde, da weiß ich jetzt nicht, wie halt da das alles im Betrieb abläuft, aber so von denen, die halt bei mir in der Berufsschule sind, aber auch in der Ausbildungsstätte, da kann ich halt bloß bloß so sprechen, wie die es mal erzählt haben. Die werden halt noch nicht so wie wir auf halt Anlagen so losgeschickt mit Monteur. Die müssen immer noch dabei sein, zugucken und halt Hauptsache nichts anfassen. Und wir dürfen halt auch schon so alleine Reparaturen machen, werden schon integriert, auch so als Team. Und ja, also auch die Meinung, wenn wir jetzt mal eine Meinung haben, ob das so funktionieren, wird auch akzeptiert und nicht sagen, ja, wir machen das jetzt so, wie ich es jetzt sage. Und also es finde ich schon gut, also so, dass man hier bei Gretler aufgenommen wird und auch gleich halt an sowas rangelassen wird. Echt schöne Punkte hast du ja genannt. Und was meinst du, kriegen wir den Aufzug wieder entstört oder? Ja, also jetzt müsste es wieder funktionieren. Wow, er funktioniert wieder. Das ist ja beeindruckend. Hast du super gemacht. So, Freunde, wir sind wieder im Maschinenraum, denn der Fabian möchte gerne noch die Störungsbeseitigung abschließen. Und dazu stelle ich Ihnen noch mal ein paar Fragen, die interessant sind. Beginnen wir einfach. Mhm. Was hätte dich denn noch interessiert, bevor du die Ausbildung bei der Gretler Fördertechnik begonnen hast? Also, mich hätte noch interessiert, bevor ich meine Ausbildung angefangen hätte, dass ich halt mehr mit Kunden zu tun habe, weil ich so gedacht habe, ja, ich repariere halt nur die Aufzüge, Fahrtreppen, aber und halt reparieren, warten und so. Aber dass ich halt mehr mit Kunden zu tun habe, da ich auch mal Termine so mache und auch mal anrufe und sage, ich bin gerade hier, dass ich mehr mit Kunden zu tun habe. Aha. Und in Bezug auf die Ausbildung, wie läuft es denn ab? Bist du dann immer hier und reparierst die Aufzüge oder machst du auch noch was anderes? Also, das ist auch eine sehr gute Frage. Im ersten sind wir halt, weil es gibt drei Gebiete, wo ich halt bin. Einmal in der Ausbildungsstätte, in der Firma und in der Berufsschule. Und im ersten ist es so, da bin ich nur die ganze Zeit in der Ausbildungsstätte und teile mir das auch noch mit der Berufsschule halt. Und das ist halt so geregelt, dass ich da 4 Wochen Ausbildungsstätte habe und 2 Wochen Berufsschule. Und zur Ausbildungsstätte, da werden dir halt so die grundlegenden Grundlagen beigebracht, wie zum Beispiel Elektrotechnik, wie man halt richtig verdrahtet, was jetzt die ganzen Leitungen bedeuten und dass man halt auch noch so ein paar Schaltschränke aufbaut und halt auch ein paar Steuerungen und das halt testet. Und dann gibt es halt nochmal eine andere, also nochmal das zweite Gebiet ist halt mehr mit Metall, das ist dann die Metallwerkstatt. Und da werden dann eigentlich die grundlegenden Griffe mit Metall und so beigebracht, wie ich halt gut Pfeile, bohre, Gewinde bohre und halt auch Fräsen und halt auch drehen. Aha. Du hast ja gesagt, du hast Berufsschule und Werkstattarbeit. Ja. Und da ist noch meine Frage, wie ist das denn mit dem Urlaub? Musst du in den Ferien, also in den regulären Ferienzeiten Urlaub nehmen oder gibt es da bei dir auch Besonderheiten? Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es ist, also bei dir ist es ja so im Beruf, im Büro, dass du halt nur in der Ferienzeit Urlaub nehmen darfst. Richtig. Bei mir ist es so, ich kann mir halt frei auswählen, wo ich halt Urlaub nehme, ob ich jetzt in der Firma bin oder in einer Ausbildungswerkstatt, aber das Wichtigste ist, dass ich halt nicht in einer Berufsschule Urlaub nehme, weil ich halt dann sonst zu viel verpasse von dem ganzen Stoff, was wir halt da behandeln. Ah, das ist ja super. Das ist ja ein wirklicher Unterschied zu dem Büromanagement, denn wir müssen ja immer in den Ferien nehmen und da ist man schon recht eingeschränkt. Das ist ja eine hervorragende Möglichkeit, um auch mal außerhalb der Ferien Urlaub zu nehmen. Weil ich ja dann dadurch wieder reinhören kann wegen Arbeiten, weil ich ja nicht mehr an die
Ferienzeit gebunden bin. Also ich muss dann Urlaub machen, weil ich halt jetzt Ferien habe, sondern ich bin halt mehr von der Zeit bei der FOMA oder von der Ausbildungsstätte halt gebunden. Sehr schön. Ja. Die abschließende Frage ist natürlich, was machen wir jetzt hier mit dem Aufzug? Funktioniert der wieder oder was macht ihr denn am Ende, wenn das hier die Reparatur abgeschlossen ist? Na, weil am Ende, wenn wir jetzt so eine Störung beseitigt haben, schreiben wir Zettel. Aber ich mache jetzt hier nochmal eine Probefahrt, dass ich mir auch wirklich sicher bin, dass er noch funktioniert, weil er jetzt eine längere Zeit stand. So, Fabian, das war's schon. Hab vielen Dank dafür, dass ich mit dir mitlaufen konnte. Wir haben einiges gesehen über deine Ausbildung und haben ein paar Facetten mitbekommen, was so abläuft. Mhm. Vielen Dank dafür. Bitte. Und beim nächsten Mal interviewe ich dich ja, da du ja auch in einer Ausbildung bist, als Kaufmann für Büromanagement. Und ich hoffe, es macht genauso viel Spaß wie heute. Ihr könnt gespannt sein.